muss man schauen, was bringt die Zukunft, was kommen für Kämpfe und wann geht's weiter. Danach muss ein Titelkampf auf jeden Fall kommen, wenn Christian das gewinnen wird. Ich gehe fest davon aus, dass Christian diesen Kampf gewinnen wird, so wie er jetzt performt im Training. Direkt im Februar eigentlich, also 4 Monate später, habe ich mein vorderes Kreuzband bei einem Outdoor-Format Arctic Warrior abgerissen. Ich glaube, dass bei Carlos Imolas Lebensstil natürlich auch immer so ein zusätzlicher Payday nicht verkehrt ist, wenn man das ganze Löwenfutter besorgen muss. Was geht ab, liebe Fight-Fans? Wir sind 2 Wochen vor Octagon 49 in Köln, der größten MMA-Veranstaltung, die es bislang für MMA Deutschland gab. Und bei mir sitzt der Mann, mit dem wir Octagon nach Deutschland geholt haben, insbesondere nach Frankfurt. Herzlich willkommen und danke für deine Zeit, Stefan Pütz. Herzlich willkommen, du bist in Frankfurt. Yes, so ist es. Hab ich was anderes gesagt? Du hast mich herzlich willkommen geheißen. Vielen Ach so, ja. Ich wollte dich herzlich willkommen heißen. Dankeschön. Ja, danke für deine Zeit. Du bist nicht nur YouTuber und Kämpfer, sondern bist seit kurzem verheirateter Mann, viel beschäftigt. Was hat sich seither bei dir verändert? Was gibt es Neues bei dir? Gar nichts. Es ist eine Formalität natürlich gewesen, der nächste Step gewesen. Es ist ein schöner Step gewesen und ja, geile Hochzeit, hatten sehr viel Spaß und jetzt ist der Ehealltag eingekehrt. Okay. Was bedeutet das? Was bedeutet nichts, das? Ich als so nicht verheirateter? Gar nichts. Genau das Gleiche wie vorher. Ja. Bloß liiert. Also an alle da draußen, die sagen, man sollte auf gar keinen Fall heiraten. Stefan ist das beste Gegenbeispiel dafür. Ja, ihr macht einen Eindruck, der sehr, sehr happy und überzeugend ist. Das freut mich. Definitiv. Freut mich wirklich, ja. Sprechen wir mal über deinen Gesundheitszustand und deine Trainingsroutine momentan. Du, deinen neuesten YouTube-Videos nach, bist du schon wieder gut am Liften. Ich glaube, auch deine Verletzungen, die du hattest, so in der jüngsten Vergangenheit, hast du wieder ganz gut auskuriert. Gib uns doch da mal einfach ein kurzes Status-Update. Ja, ich habe ja nie aufgehört zu liften. Es ging eigentlich durchweg, egal welche Verletzung da war, seit der letzten Vorbereitung. Physisches Training gehört für mich immer dazu, aber natürlich auch der Kampfsportaspekt, soweit es gegangen ist. Und ja, habe eigentlich nie aufgehört zu trainieren. Ist jetzt über ein Jahr her, dass ich gekämpft habe. Und ja, muss man schauen, was bringt die Zukunft, was kommen für Kämpfe und wann geht's weiter. Okay, wie sieht dein Training aktuell im Spirit aus? Machst du schon wieder Sparring oder MMA-Training? Wie läuft das? Ja, ich gehe ringen, ich grapple regelmäßig und dann natürlich ganz normales Strength and Conditioning. Das hat nie aufgehört. Ist wichtig einfach, dass der Organismus funktioniert. Wenn man seinen Körper über Jahre hinweg dazu erzogen hat, jeden Tag zu trainieren, fordert der Körper das natürlich auf gewisse Art und Weise auch ein. Klar. In Form von Wohlbefinden. Man muss richtig ausgelastet sein auf physischer Ebene, damit man auch geistig dann richtig funktioniert. Du bist ja auch einer der Haupttrainingspartner von Christian, der ja jetzt mit Apollo Silva so seine nächste mal wirklich kernige Herausforderung vor den Fäusten hat. Wie fit ist der aktuell? Was kannst du uns darüber sagen? Ja, Christian, wie schon oft erwähnt, vereint beide Komponenten, die man benötigt, Talent und Fleiß. Und wer Christian kennt und Christian verfolgt, weiß, Christian ist immer im Training und ja, arbeitet einfach sein Programm ab, schöpft maximal alles aus, was er ausschöpfen kann, trainingstechnisch, und ist immer top vorbereitet. Und bei Christian ist es eigentlich auch immer so, dass es eher, ja, dass er eher darauf schauen muss, dass er nicht zu viel trainiert. Okay. Weil er ist ein sehr fleißiger Athlet, hat natürlich einfach diese Motivation, ständig was zu tun, noch mehr zu machen, hat immer diese Perception einfach, dass er derjenige ist, der mehr arbeitet als alle anderen. Und ja, da muss man ihn manchmal bremsen und schauen, dass er eine Pause macht. Aber wie gesagt, er kommt immer top vorbereitet und ich freue mich sehr auf diesen Kampf. Das ist ein Hammer-Matchup. Du hast es vor kurzem auch schon in deinen YouTube-Videos erwähnt, dass du dich darauf freust und dass das vom Gegnerlevel her im Vergleich zu Christian Jungwirth schon nochmal auch ein höheres Level ist. Ne? Also ja, absolut. Also ich möchte nichts von Christian Jungwirth wegnehmen, aber erfahrungstechnisch und wo Apollo schon überall gekämpft hat, was er für Stationen in seiner Karriere durchlaufen hat und was er auch für Kämpfe geliefert hat und was er für ein Skillset mitbringt, das ist nochmal ein ganz anderes Level. Und ich freue mich sehr, dass Christian so einen Gegner hat und einfach zeigen kann, aus welchem Kaliber er besteht und wie er geschnitzt ist. Da stellt sich natürlich die Frage, mit all dem, was Apollo mitbringt, hat Christian eine Chance gegen den? Ja, definitiv. Christian ist ein High-Level-Athlet, der alles mitbringt, hat auch mehrere Stationen durchlaufen, hat in Russland gekämpft, hat gute Leute geschlagen, ist auch von seinem Athletizismus einfach ein sehr begnadeter Athlet und bringt ein breites Repertoire in allen Aspekten des Sports mit.
egal wo, haben wir gesehen in der Vergangenheit bei seinen Kämpfen, ja, kann in allen Aspekten mithalten und wird auf jeden Fall in Köln eine richtig geile Performance abliefern. Freue ich mich drauf. Ja, Köln, volles Haus. Wir haben bis zu 19.000 Zuschauer dort in der Arena. Christian macht den Co-Main-Event. Was glaubst du, wird in Köln los sein, wenn Christian das Ding gewinnt? Ja, das ist natürlich reputationstechnisch, ranglistentechnisch ist es natürlich, danach muss ein Titelkampf auf jeden Fall kommen, wenn Christian das gewinnen wird. Ich gehe fest davon aus, dass Christian diesen Kampf gewinnen wird, so wie er jetzt performt im Training. Okay. Ja, und ich bin mega gespannt einfach nur. Ich freue mich so sehr auf dieses Matchup. Ich glaube, uns hätte nichts Besseres passieren können. Du bist ja auch jemand, der technisch super versiert ist. Du kennst Christian sehr, sehr gut, weil du seit jeher mit ihm trainierst. Du hast aber auch ein ganz gutes, ein gut geschultes Auge fürs Detail, wenn es um solche Kämpfe angeht. Und vielleicht magst du uns mal so ein bisschen deine Prediction geben, was du glaubst, was für Christian der Schlüssel zum Sieg in diesem Kampf ist. Ja, also wichtig für Christian ist auf jeden Fall, dass er seine Reichweite ausspielt in diesem Kampf, dass er seine Kicks nutzt, dass er sich nicht in Schlagabtäusche einlässt in dem Moment, dass er auch sein Ringen nutzt. Ich denke, gegnertechnisch, von dem Konstrukt her, wie Apollo arbeitet, ist es ein guter Gegner für Christian. Christian muss den Druck aufrechterhalten, muss Raum einnehmen, muss Druck erzeugen. Und Apollo ist ja jemand, der auch mal gerne am Cage mit dem Rücken steht und Sachen zulässt, schaut, okay, was macht mein Gegenüber? Und hier kann Christian auf jeden Fall punkten, weil Christian ist ein Puncher. Christian bringt nicht nur das technische Repertoire mit, sondern er bringt auch die nötige Härte mit, den Instinkt, einen Kampf zu finishen. Und er hat harte Hände, Knie, nutzt sozusagen den kompletten Facettenreichtum von dem Striking. Das ist einfach geil. Ich freue mich so sehr darauf. Sehen wir dich dann also in Köln am Cage oder in der ersten Reihe? Bist du dabei? Ich bin auf jeden Fall dabei, natürlich, selbstverständlich. Ich werde nicht in seiner Ecke sein, wie gesagt, weil er braucht natürlich immer die Expertise von den Leuten, die ihn sonst gecoacht haben in dem Moment. Und ja, da denke ich an Daniel Weichel, an Nils Schlegel in dem Moment, die ihm die richtigen Einschätzungen im Kampf geben können, dass er dann ja, einfach richtig agiert im Kampf. Und wenn er den Gameplan befolgt, wird er den Kampf auch gewinnen. Okay, dann sind wir mal gespannt, ob Christian Apollo so überrollen kann, wie Stefan das auch sagt. Überrollen nicht, aber wie gesagt, mit dem richtigen Gameplan, wenn er die richtigen Sachen macht, dann wird er diesen Kampf auf jeden Fall dominieren und wird gewinnen. Alright, da haben wir schon mal die Prognose von Stefan. Großes Ding, Full House, aber du sitzt auf der Bank und bist nicht im Käfig. Was macht das mit dir? Ja, man bekommt natürlich immer Lust zu kämpfen, aber man muss natürlich ab einem gewissen Zeitpunkt in seiner Karriere auch schauen, okay, ich habe oft mit Verletzungen gekämpft, habe oft Verletzungen ignoriert und es hat in manchen Punkten meiner Karriere schon dazu geführt, dass ich auch einen Kampf deswegen verloren habe. Natürlich ist keine Entschuldigung in dem Moment, aber man lernt einfach daraus und ab und zu macht es einfach Sinn, dass man Sachen komplett auskuriert und sich dann auch zurücknimmt, sein Ego zurückstellt und darauf achtet, okay, jetzt heile ich aus und wenn ich ausgeheilt bin, kann ich wieder kämpfen. Alles zur richtigen Zeit. Das waren ja bei dir mehrere Baustellen, die du das mit dir rumgetragen hast. Ich glaube, bei dir war es einmal das Kreuzband, wenn ich das richtig weiß. Ich hatte einmal einen hinteren Kreuzbandriss im Petrasek-Kampf, den ich ohne OP auskuriert habe. Dann habe ich mir direkt im Februar eigentlich, also 4 Monate später, habe ich mein vorderes Kreuzband bei einem Outdoor-Format Arctic Warrior abgerissen. Hatte Erfrierungen an den Händen, was jetzt nicht so schlimm war, das ist schnell recovered. Das sah richtig, richtig böse aus. Ja, das ist auf jeden Fall. Das sah aus, als würde dir die Hand gleich abfaulen. Ja, oder so. Das ist halt, wie gesagt, man steckt bei Erfrierungen, steckt man nicht drin. Man kann es irgendwie nicht. Mental kann man das nicht kompensieren. Das ist einfach ein physischer Vorgang, der stattfindet und da kannst du halt einfach nichts machen. Das ist halt einfach so. Und ich hatte die Erfahrung schon mal vor 12 Jahren an meinem Fuß. Da war das nicht so extrem gewesen wie an meiner Hand. Aber wie gesagt, ich hatte schon die Erfahrung mit Erfrierungen und ich wusste natürlich, dass über so einen langen Zeitraum bei diesen Temperaturen draußen unterwegs zu sein, dass die Gefahr immer besteht, in Kombination mit Schlafmangel und Hydrationslevel und Nahrungszufuhr, die ja auch gefehlt hat sozusagen. Es kann passieren und diese Gefahr hat man dann natürlich immer. Aber in Bezug auf diese Kreuzbandthematik, ich habe ja mein Knie komplett ohne OP sozusagen auskuriert. Also ich habe keine Kreuzbänder mehr an meinem linken Knie. Und ich muss sagen, es hat super funktioniert. Ich bin froh, dass ich diesen Step gegangen bin. Und
Ich habe ja meine letzte Vorbereitung gegen Petrasek auch mit einer Schulter-Eckgelenksprengung 7 Wochen vorher absolviert. Oh shit. Also ich hatte kein Schulter, ja, ich hatte kein Schulter-Eckgelenk. Ich bin bei einem Verkehrsunfall mit dem Motorrad, also war nicht mein Verschulden, ja. Leider ja, im Wald kam abgebogen. Jemand entgegen, ne? Ja, und auf meiner Spur entgegen und dadurch habe ich mein Schulter-Eckgelenk gesprengt, 7 Wochen vorm Kampf. Und ich muss sagen, das war halt extrem nervig in der Vorbereitung. Dann, wenn dir Tools fehlen, wenn du darauf achten musst, weil du eine Verletzung davon getragen hast. Und ich möchte eigentlich nur noch eine Vorbereitung absolvieren, wenn ich 100% bin und ja, mein Körper nicht irgendwelche Defizite hat. Klar, ist absolut nachvollziehbar. Gerade auf dem Level, wo du jetzt bist. Ne? Das sind alles hungrige Leute. Die haben natürlich auch, gerade im Halbschwergewicht oder im Schwergewicht, je nachdem, wo man halt gerade ist, bringen die natürlich auch einfach Wahnsinns-Power mit. Yes. Vielleicht abschließend noch mal ganz kurz zu der Geschichte mit der Hand. Ich selber als Außenstehender kann mir das gar nicht vorstellen. Wie fühlt sich sowas an? Man hat keine Schmerzen oder sowas, aber man merkt halt, es sind ja am Ende ist eine Erfrierung wie eine Verbrennung. Also physisch gesehen ist es das Gleiche. Also es ist ein Gefrierbrand sozusagen. Ja. Und, komisches Wortspiel, ne? Ja. Ich muss sagen, ich hatte gar keine Schmerzen. Es hat eigentlich mehr was damit zu tun, ob man Gefühl hat in der Hand. Und dann natürlich, die Hände werden wie Wachs. Irgendwann schälen die sich wie so eine Kochbanane dann. Und ja, das Nervensystem braucht halt auch seine Zeit, bis es 100% recovered ist dann. Mhm. Wie lange hat das gedauert, circa? Also ich spüre hier vorne immer noch nicht 100% alles. Es sind jetzt 8 Monate, glaube ich, her. Krass. Aber nach einem Jahr oder so sollte es dann wieder 100% sein. Es wird stetig besser. Okay, aber... Aber funktioniert alles ganz normal. Also es ist kein Problem, keine Einschränkungen auf funktionaler Ebene. Ja, wenn du natürlich 12 Hundeleinen an beiden Händen genau, halten musst, dann müssen die Hände natürlich auch mitarbeiten, ne? Definitiv. Bist du aber jetzt schon wieder so, sagen wir mal, physisch regeneriert, dass man sagen könnte, wenn jetzt ein geiles Angebot kommt, in 2 Monaten könntest du kämpfen, dass du den Kampf annehmen könntest? Ja, ich bin die ganze Zeit im Training, wie gesagt, und das ist kein Problem. Aber wie gesagt, ich würde gerne eine Vorbereitung machen, die natürlich ohne Verletzungen irgendwie eingeschränkt ist. Mhm. Ja klar, absolut, absolut sinnvoll. Lass uns noch mal einmal ganz kurz über einen Kampf sprechen, der auch am 18.11. stattfindet. Nämlich das Duell um die Krone im Schwergewicht zwischen Lazar Todev und Hatif Moeil. Du hast die beiden ja sicherlich auch schon mal, irgendwie hat man so seine Berührungspunkte. Ne? Und was mich mal interessieren würde ist, da treffen ja auch zwei Stile aufeinander, die vielleicht sehr gut matchen oder vielleicht sehr, sehr krass einfach gegensätzlich sind und damit dann wieder kompatibel werden. Wen siehst du in dem Match vorne und was glaubst du, wie das ganze Match stattfinden wird? Ich glaube, ich kenne nur einen Kampf von Todev und das ist gegen meinen Teamkollegen Patrick Vespasian, ja, wenn genau. ich richtig liege. Genau. Und ja, da hat Todev auf jeden Fall gut performt in dem Moment, hat den richtigen Kampf gekämpft. Ich muss sagen, dass ich habe mit Hatef mal trainiert und Hatef ist natürlich von seinem physischen Erscheinungsbild und seinen Fähigkeiten eine Naturgewalt. Wenn ich jetzt mein Geld setzen müsste, ich würde einfach von meinem Bauchgefühl her auf Hatef mein Geld setzen in dem Moment. Ja. Aber wie gesagt, das Schöne an unserem Sport ist, dass alles passieren kann. Das Blatt kann sich jederzeit wenden und ich denke, das ist ein sehr interessantes Matchup und ein weiterer Grund, sich ein Ticket für den 18.11. zu holen. Ihr habt es gehört, liebe Kampfsportfreunde, Stefan hat es gesagt, deshalb gilt es. Ab 49 Euro seid ihr dabei, checkt die letzten Tickets, die es noch gibt, ab auf octagontickets.de. Du wirst auch mit dabei sein. Ja, und das erste Event in der Größenklasse für den MMA-Sport in Deutschland, was bedeutet das für dich? Weil du bist ja auch schon sehr, sehr lange in der Szene und hast das Ganze mit maßgeblich von den Kinderschuhen an so in diese Größe reinskaliert, wo wir heute sind. Ja, also es ist natürlich Lanxess Arena. Ich habe in der Lanxess Arena schon bei einer anderen Promotion gekämpft. Damals war, glaube ich, die Hälfte der Zuschauer da. Sehr geiler Veranstaltungsort, Köln, Metropole. Es freut mich sehr, dass der Sport diese Fortschritte macht und dass Octagon maßgeblich dazu beiträgt, den Sport so nach vorne zu bringen. Und ja, ich freue mich einfach, dass wir uns alle am 18.11. in der Lanxess Arena sehen. Okay, da habt ihr schon mal das Abschlussplädoyer. Bleibt natürlich die Frage offen, wenn du schon wieder regeneriert bist, wenn es wieder gut um deine Gesundheit aussieht, wann hast du Comeback-Pläne oder was gibt es da, was du uns verraten kannst über eventuelle baldige Matchups? Wir haben dein Video gesehen zum Thema Carlos Vermola. Da hast du ihn betitelt als deinen nächsten Gegner. War das schon mal so ein Wink mit dem Zaunpfahl, den wir da erfahren haben? Gut, der Kampf ist ja schon lange geplant eigentlich und es war natürlich eine krasse Performance von Carlos Vermola. Ich habe mir in dem Moment auch gedacht, als ich den Kampf live gesehen habe, okay,
aufgrund seines Alters und seiner langen Karriere wäre jetzt eigentlich ein krasser Zeitpunkt gewesen, einfach zu sagen, hier ist meine Reise zu Ende, ich lege meine Handschuhe nieder. Und ja, also es wäre gefühlstechnisch ein perfekter Zeitpunkt für ihn gewesen, zu sagen, hier, das habe ich geschaffen, so schließe ich meine Karriere ab. Ich glaube, es gibt kein besseres Ende für eine Karriere. Man sagt ja immer so schön, wann man soll gehen, wenn es am schönsten ist. Genau, ne? Aber ich kenne natürlich die Thematik, habe das bei vielen Kämpfern beobachtet, dass der Hunger einfach so groß ist und es muss weitergehen und es motiviert einen natürlich in dem Moment. Plus, ich glaube, dass bei Carlos Imolas Lebensstil natürlich auch immer so ein zusätzlicher Payday nicht verkehrt ist, wenn man das ganze Löwenfutter besorgen muss. Und ja, so geht die Reise weiter. Mal schauen, ob unser Matchup je zustande kommt. Wir werden sehen. Was müsste aus deiner Sicht passieren, damit das Match zustande kommt? Also die Bedingungen wurden ja schon von deiner Seite aus so ein bisschen mal ausformuliert. Du hast gesagt, er soll alle seine Tiere freilassen, wenn du gewinnst. Das wäre natürlich ein geiles Topic, auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall ein Ansporn, definitiv. Ja. Was gehört noch dazu aus deiner Sicht? Das richtige Setting auf jeden Fall. Location wäre geil auf jeden Fall, wenn es in Frankfurt passieren würde. Oder in Deutschland natürlich. Mhm. Wir schauen, was passiert. Okay, dann sind wir mal gespannt, was das nächste Jahr noch so alles für uns bereithält. Bis dahin freuen wir uns erstmal auf die Fightcard in Köln und dann gibt es noch zwei weitere Events, die wir im Dezember sehen werden. Erstmal vielen Dank für deine Einschätzung und die Einblicke. Dankeschön für deine Zeit und dann sehen wir uns am 18.11. in der Lanxess Arena. Dankeschön. So sieht's aus. Ich danke dir, Philipp.